Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Frittenfriseur LP. Und wieder dabei ist... Niemand. Okay. Wirklich niemand. Ich bin da niemand. Ein Niemand ist mit dabei. Ja, nach all den Jahren spielen wir mal wieder Rust. Gut, so lange ist noch nicht her, aber ja, schon ein ganz schönes Stückchen. Fühlt sich so an, ich fühle mich gerade wie in einer neuen Welt. Ich drücke auch gerade als Idee. Das ist aber ein Spielerhaus, ne? Nee, das ist ein normales Haus. Ja? Das ist ein Map-Haus. Also, wie viele Leute eilen denn hier eigentlich gerade auf dem Server? Ich glaube, außer uns sind es noch zwei. Und noch eine Frage, bevor du erzählen kannst. Ja. Kommen die jetzt in ein Haus rein oder nicht? In solche Häuser wahrscheinlich schon, ich weiß nicht. Aber du musst ja eh erstmal irgendwo hin. Am besten du läufst an der Stadt rechts vorbei und dann einfach geradeaus. Also einfach mal über die Hügel drüber und dann müsstest du schon in bekannte Gefilde kommen. Hangar etc. Okay. Wenn ihr irgendwelches Gebelle hört, das ist der unerzogene Hund von Therapy. Nee, einfach mal über den Berg kam. Okay. Dann reicht schon. Ja, und ich muss ein paar Geständnisse machen. Ihr seht es ja schon, ich habe schon bereits einiges Zeug, weil ich eigentlich schon 3 Folgen aufgenommen habe. Die erste Folge war eigentlich ziemlich cool, da bin ich auf einen recht vollen Server gegangen. Da war einige Schusswechsel, ich natürlich noch keine Waffe, durch die Gegend geflüchtet. In der Stadt, wo du gerade bist, waren voll viele Leute und haben da irgendwie mit dem Voice-Chat rumgemacht. Ja. Haben eine Party gefeiert oder was weiß ich. Okay. Und ja, danach habe ich noch bin ich auf diesen Server gewechselt in Folge 2, die ihr leider nie sehen werdet, weil Fraps irgendwie nicht aufgenommen hat. Und ab in der Nähe, guck mal, jetzt soll ich einfach weiter geradeaus? In die Richtung von der Stadt weg. Da. Von der Stadt weg, genau. In der Stadt ist da so? Die Stadt ist da, so da, genau. Ja, dann erzähl doch mal, warum wolltest du jetzt doch, wir haben es ja schon mal, aber warum wolltest du es jetzt doch let's playen und, Ja, also ursprünglich wollte ich es alleine let's playen, das kann man ja auch mal sagen. Also wie gesagt, ich habe schon alleine aufgenommen, aber es hat irgendwie nicht hingehauen. Und... jetzt hast du dich noch mit eingeklinkt und hast gesagt, ach komm, mach ich mit, ne? Dann geht's ja auch schneller. Nein, wir machen so viele LPTs, ne? Ja. Und ich glaube ja auch, wir als Duo, das kommt ganz gut an bei euch. Ja, ich gerade bei so Survival-Games, also ich weiß nicht. Ja, da ist man es sowieso. Man könnte vielleicht sogar alone cool aufziehen, wenn man so alleine verlassen ist. Ja, eben, das war ja auch der Gedanke bei mir, aber ja, Fraps wollte nicht, also. So, ich bin jetzt weg von der Stadt gegangen. Ich hab das Gefühl, ich bin im Kreis gelaufen. Nee, bist du nicht. Du musst jetzt einfach der Straße nach rechts folgen. Also, soll ich jetzt hier einfach hier hoch? Ja, genau. Ich halte mich mal ein bisschen, weil ich habe keine Waffen. Ja, aber ich gebe dir gleich eine, weil ich habe einen super tollen Typ gefunden. Der hieß Tuba 232. Nee, 2323. Aber du hast jetzt immer noch nicht gesagt, warum du es jetzt doch mit bleiben willst. Einfach so. Einfach so. Ja, was eigentlich ganz Spaß macht, immer recht actionreich ist und einfach damit man es mal let's played hat. Es kommen bestimmt auch noch viele Updates für dieses Spiel raus. Ich will es hoffen, weil irgendwie, ich finde, dass die da einen Vorsprung hat. Ja. Weil es einfach ein bisschen voller geworden ist. Mhm. Ich nehme hier gerade mal auf dem Weg hier so ein bisschen Sachen mit, ne? Alles klar, ich habe aber nichts zum Essen dabei, aber es ist gerade was im Campfire. Ja gut, trotzdem halt ein paar Leute ab. Tiere. Richtig. Ja, also um das nochmal zu Ende zu bringen, ich habe jetzt schon ein paar Sachen gefunden, ein paar Sachen gesammelt und ein paar Sachen habe ich auch eben von diesem Tuba bekommen. Schöne Grüße an dich. Er hat gesagt, er wird das Play auf jeden Fall schauen. Jetzt ist er leider doch momentan nicht mit drauf, außer er kommt nochmal on. Was ich aber nicht glaube, irgendwie, weil es jetzt schon ein bisschen später ist. Ja, oder vielleicht kommt er morgen. Ja, richtig. Also es ist nichts verloren. Es ist nichts verloren. Und... ja, eine M5 habe ich für dich, wenn wir uns sehen. Dann bist du schon mal nicht unbewaffnet. Und Medipacks habe ich auch für dich. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja, aber wir brauchen dann noch Essen, ne? Wir haben nur noch 1000. Ja. So, ich laufe jetzt einfach weiter, ne? Ja, genau. Und der Server ist auch ziemlich freundlich. Also, es ist unglaublich. Normalerweise, was, das muss man ja mal sagen, ist ein sehr PvP-lastiges Spiel. Ja, was ich nicht verstehe. Was denn? Die eine dumme... bitte. Das eine Mädchen, ne? Ja. Mit der ich momentan Kontakt habe und so, ja. Hab auch eine M4 gefunden. Ich meine, die muss doch langsam wissen, dass sie Let's Plays machen und deswegen muss... Nein! Die Musiksachen aufnehmen und dem Zeug. Alter. Was ist los? Ja, da war gerade ein Wolf. Hab ich aber... Ja? Erschossen. Und jedes Mal, jeden Abend, ich meine, ich Let's Play ja meistens um dieselbe Zeit, ne? Ja. Kommt die an, Alter. Was machst du schon wieder? Wo bist du? Schlimm. Ich meine, wenn ich dir jeden Tag um dieselbe Zeit keine Antwort gebe,
dann musst du doch mal wissen, was los ist. Das ist halt echt so. Eigentlich sollte man meinen, aber na gut. Ist ja jetzt auch egal. Ja, wir spielen Rust. Was kann man zum Spiel Rust sagen? Ich würde sagen, wenn wir anfangen, ne, und gefunden haben, wie der Titel schon sagt, sollten wir uns ausrüsten. Also ausrüsten. Ja, genau. Ja, ein bisschen ausgerüstet sind wir ja schon. Was war eigentlich nochmal deine Frage? Oder was wolltest du nochmal sagen? Hab dich gerade so unterbrochen. Ja, was man über Rust alles erzählen kann. Ich habe vorhin natürlich ganz viel erzählt. Also angefangen hat es mit Zombies als Gegner. Richtig. Was aber dann irgendwie nach ein paar Wochen rausgenommen wurde. Also da haben wir es auch gerade abgesuchtet gehabt mit den Zombies. Haben wir auch einen coolen Typen kennengelernt, mit dem wir in Skype auch immer so gechattet und Voice-Chat. Schöne Grüße an Marvin, falls das mitbekommt. Ja, ich weiß nicht. Wir haben jetzt momentan keinen Kontakt, weil die Spiele momentan auseinandergehen, die wir spielen. Ja, sie haben dann auch irgendwann mal ein Update gebracht und geschrieben, dass es ja kein irgendwie Zombie-Game sein soll. Und haben dann so gesehen die Tiere zu Zombies gemacht. Ja, also es gibt auf diesem Spiel, ich glaube, 5 Arten von Tieren. Hey, hier sind. Das bin ich. Lass mal feiern, Alter! Nein. Okay. Der Sea-Dog. Hast du hier schon gedingst? Ja, hab ich. Dann lass doch gerade mal Bomsen. Dahin gehen, wo früher unser Haus war. Bomsen. Wollen wir das schon hier unten? Wollen wir das Reh penetrieren? Nee, lass mal grad, die sind so geh schnell. Geh schon ins Haus da rein, ne? Was wollte ich denn jetzt sagen? Unterbrich mich doch ständig. Okay. wo wollen wir ins Haus jetzt eigentlich hinbauen? Wollen wir es da hinbauen, wo unser allererster Stand, oder? Ja, ne? Hab hier Pumpgun-Muni. Okay. Und ich hab hier Stolzenhelm. Sehr gut. Und Pumpgun-Muni kannst du gleich mal benutzen. Wir müssen aber dann woanders machen. Oder? Also ich habe eine M4 und eine M5 für dich. Kannst dir aussuchen. Wir haben's ja, Freunde. Du weißt, dass ich mit so Begrifflichkeiten nicht viel anfangen kann. Ja, halt zwei Maschinengewehre. Zwei Rat-da-da-da-da-da. Aber da bringt die Pumpgun-Muni nix. Ach, Pumpgun-Muni, oh, ich bin zu blöd. Ja, gut. Wollen wir es auf dem Berg bauen oder wollen wir es unten bauen? Wie du willst. Es ist aber, glaube ich, eh nicht so schlimm, weil hier auf dem Server, glaube ich, ist nicht so krass mit PvP. Weil erstens nicht so viele on sind und ich glaube auch zweitens viele korrekte hier sind. Okay, ja, dann machen wir es doch da unten. Aber ja, oder? An alter Stelle. Ja, aber das... Dann schlag was vor. Weil ich hol mal das Essen. Das ist halt so uneinbruchssicher, weißt du? Dann lass uns woanders hin. Ich hol mal gerade das Essen ab. Und geh mal hier hoch. Okay. Ja, Rust. Jetzt nochmal zum dritten Mal. Ja, also sie haben die Zombies rausgenommen. Ja. Das ist so ein Tick. Also als die Zombies noch da waren, ne? Ja. Hab ich gedacht, das ist eine Mischung aus Minecraft und DayZ. Richtig, und das wurde oft gesagt, dass eine Mischung aus Minecraft und auch DayZ ist. Natürlich, es hat DayZ Parallelen, weil es eben PvP ist und so weiter. Und weil man sich die Sachen auch selbst finden muss. Nur der Unterschied zu DayZ ist, du kannst craften. Ja, genau, du kannst craften, aber ich würde es auch nicht mit Minecraft vergleichen, weil es dafür einfach viel zu hart zur Sache geht. Also eigentlich ist schon, wo bist denn du? Hinter dir. Also eigentlich, lass mal hier irgendwo hochstolzen. Also eigentlich ist es schon auch, ja, so, also wenn du jetzt nicht bauen könntest, sondern nur diese Waffen hättest, so wäre es schon irgendwie Call of Duty auf großer Karte. Ja, es ist eine Mischung aus vielen Spielen und was halt eine Besonderheit von diesem Spiel ist, ist, dass es verstrahlte Gebiete gibt. Ja, aber das gab's doch in irgendeinem Spiel auch. Bei Seven Days to Die, glaube ich. Das kann sein, ja. Aber das kam ja, glaube ich, danach oder davor, ich weiß keine es nicht. Ahnung, ich weiß aber nicht, wie gesagt, die Spiele sind sich ja alle sehr ähnlich. Momentan, ne? Und genau, Zombies gab es früher mal, jetzt mittlerweile nicht mehr. Dafür gibt es jetzt, also ich wollte ja sagen, 5 Tierarten gibt es. Hühner, Schweine, Rehe, Wölfe und Bären. Mhm. Und die Zombies wurden einfach ersetzt durch rote Wölfe und Bären. Das soll aber nur vorübergehend so sein. Aber das Doofe ist, finde ich, ja. Vorübergehend, aber das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, ne? Das ist auch schon ein paar Monate her, aber ich bin mir sicher, sie arbeiten dran. Ja, dann lass es doch hier hinknacken, oder? Ja, warum nicht? Da hat man einen schönen Blick auf... Was ist denn das da unten? Die Hangar-Region, ja, genau. Dann lass es so ziemlich irgendwie an eine Wand dran bauen. Weil du weißt ja, wie das ist, ne, mit diesen Einbrüchen. Dass die davon da gar nicht hochkommen können. Oh, hier liegt ein Rucksack. Ja? Ein Schlafsack vielmehr. Ich zerhack den gerade mal. Denn dort könnt ihr jederzeit einen Spieler spawnen. Das wollen wir ja nicht. Ein Spieler spawnen? Ja. Okay, dann warte mal, ich muss hier gerade nochmal reinkommen. Ich habe jetzt 250 Holz. Mhm. Das
Soll ich was machen? Ja, du kannst ja schon mal Woodplanks machen und dann eine Wood Foundation. Für eine Wood Foundation brauchst du 8 Planks. Mhm. Okay, irgendwie okay, funktioniert das hier gerade nicht. Mache ich das gerade mal? Genau. So. Ja, mehr, viel mehr kann man auch eigentlich gar nicht zum Spiel sagen. Es ist sehr, sehr stark PvP-lastig. Und die Map ist relativ klein, also viel kleiner als bei DayZ, aber trotzdem ziemlich groß. Aber ganz ehrlich, die ist wirklich klein, weil damals, als ich das erste Mal gespielt hatte, dachte ich mir, oh mein Gott, weil ich habe die Map aufgemacht und dachte mir, oh mein Gott, das sieht ja irgendwie doch groß aus. Hm. Und ich habe mir gedacht, auch die ersten paar Male, als ich gezockt habe, Alter, da wirst du dich hier nie zurechtfinden. Aber irgendwie... Soll ich die erste Wood Foundation schon mal setzen? Ich habe nämlich schon eine. Ja, dann mach mal. Weil wohin denn? Noch. Am besten? Ja, am besten da, wo niemand hochbauen kann. Okay. Das ist doch mal eine Ansage, liebe Freunde. Ich baue es mal hier an Hang, oder? Na, aber das Dumme ist halt, dass da hinten ein Schlafsack liegt. Den müssen wir dann unbedingt wegkriegen. So, ich habe jetzt Wooden Planks. 25 Stück. Soll ich es jetzt einfach mal hier hinbauen? Zu viele Spiele. Einmal im Inventar mit E, einmal mit E. Ja. Da, genau. Da so an den Hang hier. Ja, mach doch. Ja? Soll ich diese Dinger bauen, ne? Wie heißen die nochmal? Foundations. Nee. Pillars. Pillars, ja. 1, 2, 3, 4. So, das erste Ding steht. Und dann würde ich sagen, willst du gerade mal, soll ich dir gerade mal eine Waffe geben? Ja, leg mir einen Ruf. M4 oder M5? Das ist ja eigentlich... Wenn du Bock hast. Ja, dann hier, nimm mal die. Dann kriegst du mal die Munition. Ich habe nicht so viel, aber... Mann, ich will erst mit I oder mit E den Inventar öffnen oder so. Einfach Tab. In diesem Spiel Tab. Ich mach mal gerade einen Campfire. Mhm. Dann kann ich uns gerade mal was zu essen machen und dann klappt das auch. Haben wir nur 5 Shows? Ja. Dann will ich mich jetzt beschweren. Ja, ich habe gar keinen Schuss mehr, weil mich vorhin ein Wolf angegriffen hat. Oh, und okay. Ich bei so Maschinengewehren geht es halt immer sehr schnell weg. Ja, kennst weil ja. Die aber auch so wenig abziehen, ey. Ja. Warte mal, ich guck mal. So, ich stell mal hier diese Pillars hin. So, okay, die steht schon mal. Mhm. Dann, Wall, 2, 3. So. Wenn wir Glück haben, können wir noch von meinem Holz einen Torbogen ziehen. Das wäre richtig cool. Ich werf dir gerade mal mein Holz hin. Ja, genau, mach das mal. Und hier ein Lasersight kriegst du auch noch. Und soll ich hier schon mal eine Kiste hinknallen? Ja, aber lass sie leer, ne? Okay. Also, hast du mir jetzt was hingeknallt? Ja, hier auf dem Campfire liegt's. Ah, okay. So, dann klatsche ich hier auch nochmal die M5 rein. Einfach damit ich sie jetzt nicht bei mir trage. Medipacks vielleicht die auch mal da. Nur für den Fall. Okay, dann... Und 2 Sleeping Bags kann ich uns machen. Ah, okay, die Wände macht er noch. Ey. Ich finde, es ist halt ein bisschen dumm, dass es so lange dauert, gell? Ja, also es dauert jetzt eine Minute. Die Waffe ist geil, die du mir gegeben hast, Alter. Ja, ne? Ich habe auch so eine. Nur halt jetzt ohne Schuss. Mhm. Aber passt schon. Ist schon gut. Schon fette Brett. Ne, schon cool. Ja, ich sehe schon wieder, Mindfraps zerstückelt die Videos in 100 Teile. Okay. Das ist zum Kotzen, ey. Das ist wirklich zum Kotzen. Dann müssen wir uns mal schauen, ob wir da nicht irgendwas machen können. Ja, weil es ist echt so... Ich guck gerade, was hier drin ist. Vielleicht ist da ja auch... Unload? Ne, das hat scheinbar Shotgun-Muni. Okay, schade. Brauchst du Shotgun? Nee. Also, nö. Ich hab eine andere Waffe. Wobei, ich kann die ja mal nehmen. Ja, weil du hast doch für die andere Waffe keinen Ding. Aber Shotgun-Muni habe ich eigentlich genug. Ja, hier, ich hab die hingelegt. Okay, dann nehme ich mal dann die Hälfte mit. Dann mach ich noch mal Dings. Ich muss erst mal wieder voll reinfinden, Alter. Ja, war bei mir am Anfang auch so. Ja? Ja, wobei noch vieles drin ist. Es waren ja eigentlich immer die gleichen Abläufe. Ja, schon, ne? So, 2 Sleeping Bags sind fertig. Einen werfe ich dir gerade mal hin. Kannst du dich gerade mal... Super. Jo. Schon okay. Was machst denn du hier? Oh. Das war dumm. Ja, ne? Das war richtig dumm. Na gut, ist ja nicht schlimm. Wir können ja irgendwie... Ja gut, ich würde sowieso das erstmal so als kleine Hütte nehmen. Wo bist du? Hier. Nimm mal dein Sleeping Bag gerade. Eine Sekunde, wir müssen noch splitten. Hier. Ja, du bist ja richtig stolz, dass du schon alles gemacht hast. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo legen wir den hin? Ich war gerade zu sehr auf Minecraft, dass man das einfach abrufen kann. Mhm. Dann mach schon mal die Fackel an, damit wir gut sichtbar sind, Freunde. Und ja, ich bin schwul. Okay. Findest du das gut? Ja, doch, ziemlich. Tolerierst du eigentlich Homosexualität? Ja, natürlich. Weil ich meine, du hast mich ja auch schon mal anhomosexualisiert. Richtig. So. Ja, ich überlege gerade. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd mit der Wand. Ja, ich find's cool.
Wo war nochmal? Gut, das kann ja in so ein separater Lagerraum werden. Genau, genau, das wird's auch so aussehen. Wo war denn nochmal? Was denn? Ah, hab schon. Machen wir so Wooden Door erstmal, oder? Ja. Okay, Moment. Achso, das Campfire muss man natürlich auch anmachen. Das habe ich jetzt gerade mal schön vergessen. Ist halt schlimm. Und ich habe keine Fackel mehr. Ja, super. Willst du mal eine haben? Ja, kannst du mir gerade mal geben. Weil ich Eier hier eh gerade noch mit rumbraten und so. Okay. Hier. Fuck. Wo ist die? Ach, ja. Hier. Ach, hab's. Alles klar, danke. So, dann haben wir jetzt gleich schon mal eine Tür. Dann gehe ich mal, ich lege mal das Zeug hier in die Kiste. Dann kann es ja so ein separater Lagerraum einfach werden. Das ist ja eigentlich auch keine schlechte Idee. Dann lege ich mal alles Unnötige hier rein. Spasti. Hä? Nee, vielleicht sollten wir mal einen Torbogen machen, ne? Ja, ja. So, aber eine Tür haben wir schon. Also das ist schon mal sehr gut. Der Torbogen ist auch gleich fertig. Und dann okay. Können wir die erste Nacht uns romantisch ins Bett kuscheln, ein bisschen Niki Lauda zuhören und uns küssen. Boah. Nee, aber. Ja. So, okay. Romantik auf. Alles klar, ich geh mal Zeug holen. Und ja, das und so. War jetzt ja alles sehr schlauer, weil die Kisten, die stehen halt genau an der Tür. Ach ja. Ja, fail. Wir kommen da nicht mehr raus. Doch, wir kommen raus. Richtig, oder? Fail. Ja, wir kommen raus. Okay, gut. Ja, ist ja jetzt nur so eine kleine Zwischenabstiegsstelle. Change Lock, ja, mach mal irgendwas. 666, Spaß. Ja, man sieht's jetzt eh, ne? Ja. Außer wir überschreiben es dann noch oder schneiden es kurz raus. Egal, oder? Ja, ist eh egal, weil die Hütte eh wurscht ist. 0926. Ach komm, ey, der Code ist viel zu schwer, damit wir uns ja merken. Oder mach einfach 11111. Die Hütte ist eh egal. 0134. Okay. Weil da denken andere Online-Spieler, Alter, ist das dumm. Ja. Was denn? Na, schon okay. Macht nichts, schon okay. Okay. Fuck, ich glaube, wenn die Tür so geöffnet ist, kommen wir da echt nicht rein. Ja, dann lass uns am besten gleich ein richtiges Haus bauen und auf das Ding scheißen, oder? Ich werd aber... Nee, ich glaub scheiße, Mann. Ah, Knarf, ich könnte schon wieder meine... Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Mach das mal. Okay, hinter mir ist ein Bär her. Ah, das ist jetzt natürlich auch kacke, dadurch, dass es so dunkel ist. Ja. Kann ich den Bär jetzt nicht mal abknallen. Nein. Mist, ich bräuchte... Was auch gut ist... Was? Dadurch, dass ich dir meinen Fackel gegeben habe, kann ich jetzt kein Holz holen. Hast du noch Holz? Ja, wieso? Ja, kannst du immer ins Campfire anmachen. Ja gut, das Campfire ist an, aber ich komme jetzt rein. Also. Wie, du kommst jetzt gar nicht mehr ins Haus? Nö. Ja, dann lass gleich ein neues bauen. Ja, aber ich brauche ja Holz. Oh, ich hab sogar. Kannst du mal eine Foundation bauen? Oder? Wie viel braucht man dafür? Ach ja, kann ich eine bauen. Und dann habe ich noch 54 Normalholzdinger, dann machst du dann auch noch Plank. Ich renn noch mal zu dir. Mhm. Und dann starten wir nochmal von Null sozusagen. Ja, ne? Denn das war jetzt nicht wirklich der beste Scheiße. Auftakt. Was denn? Ist denn schon unser Essen da drin? Ja, natürlich. Ew. Naja, gut. Wie viel hast du noch? Oh, noch nicht mehr so viel. Bringt's? Ne, bringt nichts. Wenn es mal Tag werden würde. Ja, ne? Dann könnten wir vielleicht noch irgendwie da reinhaschen. Aber ja, und vor allen Dingen endlich mal was zu essen holen. Dann wäre es ja kein Problem. Mhm. Ist ja gerade tiefste Nacht. Ich sehe hier nichts. Nee, ich sehe auch nicht wirklich viel. Da vorne ist ein Schwein. Mal wie... Campfire. Was brauchen wir dafür? Planks. Einfach nur Holz, ganz normales. Ah, okay. Ja, nee, mir wird gerade nur Planks angezeigt, weil ich gerade was tun, ne? Okay. Sag mal, viele Shotgun-Schüsse überlebten so ein Schwein. Na gut, nach 4-5 Schüssen ist es dann aber auch down. Und dann gibt's lecker Essen. Lecker Baba. Das ist gut. Ich versuche es mal hier ein bisschen Licht zu machen. Okay. Ich laufe mal wieder heim. Finde ich gut. So, und dann sollten wir uns mal eine Stelle überlegen für ein richtiges Haus. Ja, das kann man ja auch da irgendwo machen, aber ein bisschen halt nicht so dumm bauen. Ja. War ja mein Fehler. Deswegen bin ich auch schon wieder stinkunzufrieden mit meiner Leistung. Sollten wir tun. Ja, ist halt jetzt ein bisschen doof, dass auf dem Server so wenig los ist. Wieso? Ist überhaupt noch jemand dran?
Weil, ja gut, das ist eigentlich auch nicht doof. Dann können wir uns in Ruhe ausrüsten. Prinzipiell immer noch. Der Wanted, der war vorhin schon online, als ich die Fail-Aufnahmen hatte. Und, ja, ich wollte es nur mal wissen, ob jemand on ist. Das ist ja auch klar, weil, wenn jemand on ist, dann spiele ich nicht mehr mit. Er brät noch. Sehr gut. So, ich versuche mich hier gerade an die Steilwand hochzukämpfen. Wohin, wohin, wohin? Was denn? Achso, ach, du musst hoch. Ja. Guck mal, kaum schreibe ich, bist du friendly? Ja. Gibt's keine Antwort mehr.